Yo, 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 was geht? Wir können noch nicht schlafen, deswegen müssen wir ein bisschen herumlümmeln. Wir können ja so lange diesen Scheiß hier. Nee, achso. Sorry. Müssen wir jetzt hier überall den nehmen? Müssen wir nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Ja. Und so ist das Leben. Achso, ne, das war ja in der letzten Folge. Gut. Was habe ich gesagt? Pferde? Ja, ich habe eigentlich keinen Bock, über Pferde zu reden. Weil ich mich mit Pferden gar nicht auskenne. Reden wir doch über. Nicht über Tiere, sondern über Menschen, die scheiße sind. Nee, haben wir schon letzte Folge. Menschen, die nett sind. Ah. Ja, okay. Darüber, ob man darüber reden kann, ich weiß nicht, aber kennt ihr das, wenn ihr einen Menschen seht und der ist euch nicht nur unsympathisch, sondern ihr merkt so, hey, ich halte mich lieber von dem fern. Das habe ich übel oft und dieser Sinn, der trifft immer 100% ein. Ich weiß nicht warum, das haben wahrscheinlich ziemlich viele Leute, aber ich weiß, wenn ein Mensch eine scheiß Person ist, dann merke ich das instant. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es geil. Ich finde es mega geil, so einen Sinn zu haben. Und das muss man haben. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Zeit bekommen habe oder ob ich das einfach so habe. Aber ich merke halt, wenn Menschen falsch sind und das ist richtig geil. So richtig Party. Party. Wobei. Na, eigentlich wurde ich noch nie verarscht. Oder? Ja, halt so als Kind mal oder so. Wahrscheinlich. Ja. Als Kind 100 Pro. Weil. Als Kind bist du ja so richtig naiv und denkst du, so, alle sind nett und alle sind cool. Alle in deiner Familie sind richtig geil und alle, die zu dir nett sind, sind auch zu allen anderen nett. Aber das stimmt nicht. Falls du es jetzt noch nicht wusstest, tut mir leid für den Spoiler, aber. Ich habe gerade Geräusche gehört. So, oh. Habt ihr das auch gehört? Ja, tut mir leid für den Spoiler, weil. Ja, das selber zu lernen ist halt auch geil, ein bisschen. Aber halt nur ein bisschen. Deswegen tut es mir nicht so sehr leid. Ne? Ach, guck mal, da kommt sogar Staub auf. Nice. Gut. Zack, zack, achso. Wie viel brauchen wir noch? 41 Loks. Das Beschissene ist halt, dass das irgendwie richtig schnell Nacht wird. Schon wieder? Alter. Boah, das gibt's doch nicht. Wobei, ich meine, wenn du es dir mal so gibst. Boah, ich dachte gerade. Du kleiner Motherfucker. Komm. Ja, nice. Wenn du es dir mal so gibst, wie viele Bäume der am Tag fällt mit einer kleinen Kackaxt. Oh. Das ist schon ziemlich stark. Da darf der auch zwei, drei Mal am Tag essen. Im Ernst, ich fäll keine Bäume und esse auch. Zwei, drei, manchmal viermal am Tag. Also von daher. Schon ziemlich legitim. Alter. Yo. Boah. Ich dachte, es backt jetzt irgendwie aus der Welt oder so. Ich dachte gerade, diese Schritte sind die Schritte von jemand anderem. Oh shit, man.
Oh shit, ich denke zu viel. Licht bitte. Okay. So. Noch zwei. Noch zwei. So. Dann. Achso, wir müssen es nach da hinten führen. Ach, da waren ja auch diese Teile, stimmt. Hä, was ist das da hinten? Hä? Ist da eine neue Insel? Müssen wir gleich mal hin. Sobald es halt irgendwie Tag geworden ist oder so. So. Dankeschön. Ah, wir brauchen einen Bogen. 100 pro Bogen ist sehr, sehr wichtig. Und wir müssen was essen. Ich würde sagen, wir essen. Wir gehen erstmal schlafen. Weil danach werden wir eh wieder hungrig sein. Können wir nicht. Shit. Ja. Gibt es ja eigentlich Boote? Ich bin ja hier in Sicherheit, gell? Kann ich ja mal nachschauen. Ein Bild. Ein Bild. Ein Bild. Ein Bild. Ein Bild. Ach so, oh. Molotov Wire Trap. Explosives Wire Trap. Leaf Pile Trap. Aha. Happy Birthday Trap. Warum das da drüber? Ich weiß es nicht. Why? Was ist das denn? Ah. Ach. Wie geil. Warte. Erstmal schlafen. Z. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht in der Nacht gestorben. Okay, C. Machen wir auf Slot 5. So, jetzt kurz was essen gehen. Hä? Ach, nee. Geil. Nice, Mann. Die Frage ist halt, was machen wir mit diesen Schädeln? Kann man da überhaupt was mitmachen? So. Ja, dann bauen wir mal so einen Dock, oder? Geil. Oh, lol. Komm mit mir. Hey. Oh. Ich will das weiter ausbauen. L. Hä? Nein. Nee. Kann ich das nicht kaputt machen? Ah, nice. So, jetzt nochmal. So, warte. So. Jetzt bau weiter, Mann. Komm. So, warte. Alter. Komm schon. Hä, warum kann der so krumm bauen? Achso, der kann nur bis dahin.
Ja, egal, das reicht. Sieht auch ziemlich legitim aus, oder? Ja. 85 insgesamt. Ja, scheiße, Mann. Diese ganzen neuen Pläne. Ja, mach mal das weg, Mann. Komm. So, dann können wir dann ein Boot bauen und dann nach da hinten fahren. Ja, das sieht halt echt geil aus. Hoffentlich lohnt es sich, dahin zu gehen. Boah, wie viele Bäume wir einfach gefällt haben. Wir sollten es hier mal echt so ein paar Tage einfach lassen. Einfach wachsen lassen. Mal schauen, was daraus wird. Ob da wirklich neue Bäume wachsen oder nicht. So. Jetzt erstmal alle Bäume fällen. Gut. Ja. Achso, und ich überlege mir gerade so neue Projekte für den Kanal. Aber mir fällt halt irgendwie nichts ein in der letzten Zeit. Also sowas, ich will halt was Innovatives und nicht. Ich habe halt nicht mehr so viel Bock auf Let's Plays. Ein paar werde ich auf jeden Fall beibehalten, weil es einfach geil ist. Also weil die Spiele halt immer geil sind. Und die müssen gelet's played werden. Aber so random Kacke habe ich echt keinen Bock drauf. Zum Beispiel das War of Mine kommt bald. Und da habe ich übel Lust drauf und es wird auch richtig geil. Da habe ich auch so Special Moves geplant, auch wenn die erste Folge ein bisschen... Ja, da hat halt noch nicht alles so wirklich geklappt, wie es soll. Das war nur so eine Testfolge. Und, ja, ansonsten halt. Ich bin müde. Ansonsten will ich halt, also kommt bald noch mein erster Vlog, oh. Aber der... Der braucht noch ein bisschen, bis der kommt. So. Ja, wir haben schon übel lang keinen Besuch mehr gehabt, egal. So eine 2-3 Wochen oder 4 Wochen. Und dann kommt der. Ich dachte halt, irgendwann im September. Da gehe ich nämlich auf eine kleine Reise und dachte, ich filme das mal ein bisschen. Weil ich meine Reise normalerweise eh filme, aber ich habe... Ich schneide es halt immer nur für die Familie und so zusammen und für Freunde. Ja, und ich hoffe, das wird geil. Ansonsten dachte ich halt an so CSGO-Matches, die dann zusammengeschnitten sind und am Ende dann immer ein Case-Opening. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich geil ist. Und... Ich hatte eigentlich noch so Projekte von, die diese ganzen Spammer mit einbringen. Aber irgendwie, also mit einbringen heißt, ich hatte zum Beispiel so Spammer Review, habe ich das genannt. Das kann ich euch ja verraten, ne? Das steht gerade auf Eis. Und das wollte ich halt so machen, dass da dann halt... Alter. Komm doch her. Komm doch her. Alter, da ist noch einer. Oder? Nee, wie geil. Nein! Alter! Alter, wie knapp! Oh my shitting fuck pants. Puh.
Oh. Oh. Yeah, geil. Scheiße. Habe ich hier Medizin? Oh. Bitte benutzt den Scheiß, Mann. Wo ist es da? Es wäre halt geil, wenn ich das jetzt, wenn ich den sehen würde, den Typen. Versuch mal zu treffen einfach. Okay. Alter, wie der mich erschreckt hat. Boah, ich hasse den, diese Missgeburt, Mann. Der hat zwei Schläge gemacht, ich war tot. Man. Menschenskinder. Wie stark sind die denn? Ich brauche eine bessere Axt, Mann. Ich brauche eindeutig eine bessere Axt. Boah, hoffentlich ist er weg. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, der ist jetzt zu seinen Freunden gegangen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das so fortgeschritten ist. Aber es kann schon sein. Also, dass das Spiel so fortgeschritten ist. Dass wenn er halt überlebt, dass er dann seine Freunde ruft. Boah. Halber Herzinfarkt. Gut. Einmal gefüllt. 11 Stück. Oder wie viele? Ja. 11. Noch 7 Mal. Oder 6,5. 7,5. Dann haben wir es komplett fertig. Aber erstmal würde ich sagen, wir machen die Wände da. Wir müssen noch die andere Wand da rechts auch ein bisschen weiter ausbauen. Heißt, bevor wir den Dock bauen oder den Steg, würde ich wirklich erstmal die Mauern verstärken. Also nach so einem Angriff, ja, würde ich lieber nichts riskieren. Was bringt uns ein Dock, wenn wir währenddessen angegriffen werden? So. Es bietet ja keine Sicherheit. Was bringt es uns, wenn wir kurz vorm Tod stehen? Nichts. Letzte. Und dann können wir wieder dahin. Und können die restlichen abholen. Ich weiß gar nicht, wie viele da noch sind. Sollten aber noch ziemlich viele sein, eigentlich. Ah, und da war dann noch ein halb angeschlagener Baum. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Das sieht irgendwie nicht so geil aus, Mann. Es muss besser aussehen am Ende. Wie kann man das denn geil machen? Alter, bitte, Mann. Oi, ole. Keine Ahnung, was sie da sagen. Ist mir egal. Hey, wohin gehst du denn? Ich bin hier. Jetzt lege ich es drauf an, Mann. Alter. Komm her. Nein. Bleib stehen. Okay, bleib nicht stehen. Geh weg. Oder doch. Wow. Das war richtig geil. Oh, das war so ein Aufladeschlag. Ich weiß gar nicht, was die bringen. Hey.
Hey. Hey du. Hallo. What the fuck? Nicht wegrennen, Mann. Das geht gar nicht. Hä? Hier, komm her. Hey. Nicht wegrennen, habe ich gesagt, okay? Oh, nice, Mann. Das machst du geil, ich will auch. Kann ich nicht. Alter. Oh, Akbar. Warte doch, Mann. Der führt... Oh, jetzt. Aber wir nehmen den jetzt einfach mit. Hoffentlich ist da niemand. Der muss an den Torsenstrand, der Typ. So. Hungry, find something to eat, habe ich schon. Auf meinem Arm. Gut, unser Fleisch ist eh langsam. Ja, ausgegangen. Sollen wir das ganze Teil umranden mit diesen Dingern? Das würde scheiße aussehen, Mann. Guck mal, wie lächerlich das einfach ist. So, jetzt müssen wir den erstmal ein bisschen zerfleischen. Zack. So. Hä? Ja, danke. Dann der Arm, dann der andere Arm. Ja. Okay, das sind dann doch die Beine, die da... Ja. So. Das ist doch ein cooler Körper für den Torsenstand. So. Dann einmal Light. Standing Fire. Easy. Und jetzt hängen wir den ganzen Kack mal hier erstmal auf. Oder erstmal was essen. Nicht? Okay. Geil. Wie eklig. Wie eklig das einfach aussieht. So. Hier. Achso, nee, wir haben ja gesagt, das ist der Körperteil. Verdammt. So. Dann hier. Und hier. Okay. Ein Gegner weniger. Dieses Teil bringt halt null was. Ich glaube halt auch nicht, dass die einfach so stehen bleiben und auf einen warten. Oder dass man damit predikten kann. Glaube ich auch nicht. Okay, wir haben nicht mehr viel Leben. Also ein paar Schläge reicht es. Also für zwei oder so Schläge reicht es aus zum Aushalten. Aber so ein Doppelschlag halten wir nie im Leben aus. Weil da wird es dann direkt grau. Deswegen sollten wir es lieber nicht riskieren. Also nicht gegen, oder doch. Ich will schon gegen die fighten. Ich will nicht so wie so ein Lappen einfach abhauen. Wobei, dann ist halt die Frage, warum haben wir dann dieses Ding gebaut, die Basis. Stimmt schon. Ah, das ist wieder voll. Deswegen einfach. Was wollte ich sagen? Einfach abhauen. So ein, zwei Schläge geht, aber sobald wir grau sind, einfach weg. Oder kurz vor grau geht auch noch. Aber bis dahin müssen wir kämpfen. Ansonsten ist es halt schon lame, wenn wir bei jedem Gegner abhauen. Ja, wir müssen jetzt auch ein bisschen so Stärke beweisen, weißt du? Männlichkeit. Ich bin ein Mann. Nein. Was hat der jetzt wieder für einen Stein fallen lassen, gell? Das ist ein Scheißdreck. Alter. So. Noch fünf. Und die sind hier drauf. Perfekt. 1, 2, 3. Also kann ich gar nicht.
Noch einer. So. Und hier fehlen noch 8. Gut. Die andere Seite müssen wir auch ein bisschen verstärken zumindest. Ich glaube, da ist sogar noch einfacher rüberzukommen. Und dann ist Party. Und dann ist halt echt Party. Ich mache heute Party. Machst du heute Party? Ich mache heute Party. Machst du heute Party? Du machst heute Party. Mach ich heute Party? So. Schon ziemlich viele Bäume platt gemacht, so. Schon nice. So, jetzt haben wir schon 8. Und die restlichen 3 holen wir jetzt auch noch mit. Weil wir können ja erstmal diese Seite hier bauen, bevor wir zur anderen gehen, weil die ist halt viel näher ran. Ja, die liegt ja gleich hier. Ansonsten müsst ihr halt komplett um das Teil einmal rumfahren. Boah, wie die einfach immer da sein können. Aus dem Nichts auftauchen. Du hast so 3 Tage Ruhe und dann auf einmal zack. Und dann hast du nicht mehr Ruhe. Ich hoffe aber, das war's, nachdem dieser Typ gestorben ist. Aber ich glaube nicht, als ob der alleine kommt einfach. Das kann halt echt nicht sein. Seine Freunde werden nach ihm suchen wahrscheinlich. Hä? So. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah, Mann. So, jetzt. Gut. Einfach die Mauern. Ich glaube sogar hier wird die Mauer richtig teuer. Hm. 63, 8. Also 58 braucht diese Dock-Scheiße da allein. So, B. Mauer, Mauer. Mauer, Mauer auf der Lauer. So. Sitzt eine kleine Wanze. Na, wie viele waren es jetzt? Irgendwie 18 oder sowas. Geht ja noch. Aber leider war es das ja noch nicht. Wie das einfach nicht endet. Okay. Haben wir da drin eigentlich noch Loks irgendwie? Egal. Wir könnten hier halt richtig fettende Schildkrötenfarm aufmachen. Aber was bringt das? Ah, Leute, die bringen ja Fleisch. Oh no. Oder wir könnten auf die Mauer einfach so überall Schildkrötenköpfe hängen. Weiß nicht, was es bringt, aber wir könnten es machen. Es ist möglich, ja. Glaube ich. Okay, es ist Nacht. Ich glaube nicht, dass die uns jetzt in Ruhe lassen werden. Weil die ja in dieser Nacht da waren. Ja, wo ist das Teil? Oder? Ich glaube, ich gehe. Ja. Zur Sicherheit. Hey, du! Na? Hä? Ah. Oh, der Kopf. No. Ich will den Kopf. Mann.
guck mal, das brauchen wir, oder? Brauchen wir das nicht für das Bett? Ah ne, da haben wir Hasen gebraucht, stimmt. Gut, einmal hier durch. Und dann am besten hier aufhängen einfach. So. Oh, wow, das hat ja voll viel gegeben. Was ist das? Haben wir noch den Kopf? Bitte sag ja. So, Alter, Flieger, Mann, verpiss dich. So. Hallo? Ja, häng doch auf. Achso, ist es vergammelt. Ja. Okay. Hä? Ist es auch vergammelt? Ich weiß nicht. Achso, ja. So. Und den Kopf, haben wir den noch? Haben wir den noch? Was ist das? Zähne. Okay. Oh. Wie viele haben wir jetzt gefunden? Einen. Wow. Wie mache ich das jetzt wieder weg? Kann ich nicht. So kann ich das. Gut, können wir jetzt schlafen? Oha. Wir können immer noch nicht schlafen. Ja, dann würde ich sagen, essen wir was. Und dann trinken wir was. So, Knochen haben wir auch eingelegt. Sind da noch Knochen? Nö. Sind hier noch Knochen? Nö. So. Können wir dem sein Fleisch gleich auch aufhängen? So. Hey, diese Skull-Lampe leuchtet die ganze Zeit, kann es sein? Wie geil, dann können wir ja mehrere davon machen. B. Hier. Geil. Dann würde ich sagen, machen wir noch eins hier hin. Und dann am besten noch eins. Warte, wo ist das Tor? Und eins. So. Hier hin. Weil da bringen die Schädel halt auch was. So. Und wo können wir noch eins hin machen? Hier hin. Damit man das hier auch findet, weißt du? Ein paar Stöcke. Von denen haben wir eigentlich noch ein paar, aber ich will die nicht verschwenden. Okay. So, hier liegen bestimmt irgendwo überall Stöcke rum. Ne. Deswegen machen wir jetzt einfach Stöcke. Wo ich diese Steine einfach hasse, ne? Zack. So, okay. Zack. 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 9 und wir brauchen 11. Können aber nur 10 tragen. Müssen wir halt nochmal hierher. Oder wir nehmen einfach eins aus dem Lager. So. Was war das für ein Geräusch? Oh oh. Das hört sich nicht so geil an.
Ich bin besorgt. Okay, so viel Licht geben die halt dann am Ende auch nicht. Aber trotzdem, irgendwie besser als kein Licht. Auf jeden Fall. Vielleicht können wir noch... Wir machen das einfach überall hin. Hier hin eins. Wobei, da springe ich eigentlich immer durch, aber egal. Und hier auch, oder? So. Gibt es hier noch die Skulls? Ja, oh, lol. Okay. Hallo, dankeschön. Und auch, danke. Sechs Stöcke geht. Er ging auf die Suche nach sechs Stöcken und kam nie wieder zurück. Das Einzige, was von ihm übrig war, waren seine Eingeweide. Er wurde elendig gefressen von Rehen und Hasen und Lurchen. Lurchen. Ich immer Lurch ausspreche, das gibt's doch nicht. Lurch. Lurch. So. Zack. Okay, wir haben genug Stöcke. Ciao. Was ist das denn? Wind, hier gibt's Wind. What? Nein. Und wo war das andere? Da hinten. So. Ist doch schön, oder? Ja, ist das nicht schön? Nee, ist es nicht. Und warum können wir das hier eigentlich... Alter, was mache ich denn? Warum können wir das hier eigentlich nicht wieder bepflanzen? Das ist die Frage. Naja. Essen wir noch mal was. Ein Lurch, Lurch. Und einen Stein heben wir auf. Ach, wir haben ja hier das geile Bett. Hey. Warte, wo können wir noch mal so ein Teil aufbauen? Da sieht sogar ziemlich geil aus. Vielleicht noch eins hier an diese Ecke. So. Eins an diese Ecke. Einfach um diese Teile hier zu erleuchten. So. Da fehlt nur noch Skull. Skull. Skull über. Ja. Vielleicht gibt es hier wieder welche. Nö. Vielleicht gibt es da hinten welche. Hier. Nee. Schade. Marmelade. Ich würde sagen, wir bauen einfach noch einen Wasserspender. Einfach damit uns nie das Wasser ausgeht. Was? Was bringt das denn? Wasserspender. Hier. Oder Wassersammler. Ist egal. Nee, nee, den baue ich sogar hier hin. Weiß, hier soll auch ein bisschen was sein. So, falls wir irgendwann mal abhauen, dass wir hier auch noch was zum Überleben haben. Ich baue hier nochmal irgendwas hin. Aber was? Die Frage ist halt, wie können wir ein Rabbit Cage benutzen? Also wie tun wir da die Rabbits rein? Aber wir haben hier nie Rabbits. Rabbit. Rabbit, Rabbit. Wie wäre es, wenn wir die nach draußen tun? Oh. Warte.
Aber die werden dann bestimmt gegessen von diesem Missgeburt. So, hier hin einfach hoch. Rabbit Cage, so. Okay, ich gehe wieder. Ist mir zu gruselig. Und zu dunkel. Ah, hier sieht's doch geil aus, Mann. Hier sieht's halt echt geil aus. So. Gut, dann war es auch für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, supergeilen Tag und tschüss. Ah, warte kurz. Wir müssen duschen. Dann machen wir das ganz kurz. Was brennt da eigentlich? Ah, der Typ. Der Typ leuchtet. Shit. So. Alter, okay. So, jetzt. Ciao.